Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Arminia Bielefeld. Wir sind wieder am Start nach längerer Verletzungspause sozusagen, denn ich war ja angeschlagen, meine Stimme war nicht ganz da und dementsprechend konnte ich keine Videos machen. Sind wir heute wieder am Start und wollen uns zunächst einmal so ein bisschen was angucken hier in unserem Kader. Und zwar habe ich mir gedacht, wir gucken mal nach, wie lange Tim Diessen ausfällt. 2 Monate? Vielleicht bräuchten wir da noch mal einen neuen Spieler und auf den, beziehungsweise nach dem, habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem 10er. Und zwar in ganz verschiedenen Regionen, allerdings natürlich keinen, den wir kaufen, beziehungsweise irgendwie kaufen möchten, nein, sondern nur ein Leihgeschäft. Ich habe erst in der Bundesliga geguckt, habe aber niemanden so wirklich gefunden, der mir gefallen hat. Im Endeffekt haben wir 3 Spieler aus der Premier League, die ich sehr, sehr interessant finde, beziehungsweise 2 aus der Premier League, die ich sehr interessant finde und einen auch noch in einer anderen Liga. Und wir werden einfach mal versuchen, die zu bekommen. Pereira ist einer von denen, den hätte ich gerne per Kurzleihe von Manchester United, ist ein Mexikaner, ich denke mal, der eine oder andere von euch mag den, kennt auch bei James Ward-Prowse versuche ich das Ganze, also muss ich da auch das Budget noch ein bisschen ändern, weil wir nicht genug Gehalt haben. Allerdings ist das ja relativ easy zu bewerkstelligen und von daher versuchen wir es auch mit James Ward-Prowse und noch mit 2 anderen Spielern, zu denen wir gleich noch kommen. Ich glaube, die beiden kommen nicht aus der Premier League. Einer kommt noch aus der Ligue 1 und einer kommt noch aus der Liga NOS, das heißt quasi der portugiesischen Araujo. Alexis Araujo von LOSC Lille ist der nächste, ist also quasi unser Spieler hier von Monaco, den wir ganz gerne haben würden als Zehner. Marcos Lopez ist es ja, der ehemalige City-Spieler, den holen wir uns leider nicht, weil der ein bisschen zu teuer ist. Da hört er, meine Stimme ist noch nicht ganz fit, aber ich versuch's trotzdem heute. Mosaiere de Visa haben wir unter anderem Andersen, der interessant gewesen wäre, aber Lucas Evangelista ist auch so einer. Das sind halt so Spieler, die für mich nicht wirklich interessant sind. Anders als Ryan Gold, der sehr, sehr stark aussieht, 30.000 Gehalt hat, allerdings natürlich auch ein absolutes Monster ist. Rotationsspieler bei Sporting, dementsprechend vielleicht nicht unmöglich. Und eine Kurzleihe könnte denen ja weiterhelfen, von daher versuchen wir das. Und wir kriegen auch früher oder später eine Antwort, heute noch an Transfer Deadline Day. Haben wir noch einen Spieler verkauft, dementsprechend können wir uns die gehaltstechnisch auch leisten. Hey, wen haben wir denn überhaupt verkauft? Ich weiß es gar nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall haben wir ihn verkauft. Und Lil und Sporting haben beide angenommen. Das heißt, wir haben quasi 2 neue Spieler und das ist doch schon mal ganz schön. Die nehmen wir nämlich beide auch mit, denn so haben wir jetzt einmal einen Zehner und einen Flügelspieler bzw. Ersatzstürmer nochmal, der auch noch schnell ist und Forster-Skills hat. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Und Gold mit 73, unser bei weitem bester Spieler, eventuell sogar in der zweiten Liga mit der Beste. Der kann uns natürlich gerade jetzt, wo wir so ein bisschen am Rande der Tabellenspitze stehen, auf jeden Fall nochmal einiges nach vorne bringen, denke ich mal zumindest. Wir müssen schauen, wie das heute wird. Wir spielen gegen 2 Kellerkinder, gegen den MSV Duisburg und gegen Greuther Fürth. Greuther Fürth momentan noch Tabellenletzter mit 5 Niederlagen oder 4 Niederlagen. Nee, Quatsch, kann gar nicht sein. Wie viele Spiele haben wir gemacht? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall bisher nur verloren und wir stehen da deutlich besser. Da Duisburg auch nicht so viel besser. Hier haben wir übrigens auch Pereira, das heißt, wir haben noch einen 3. Zehner, beziehungsweise der kann auch 8er spielen. Das heißt, bei uns wird er eventuell für Christensen auch mal 6 spielen, weil der ja nur eine Kurzleihe ist und da kommt es ja nicht drauf an, ob der sich so extrem entwickelt bei uns. Ich würde sagen, das sieht an sich alles ganz nice aus. Wir müssen aber noch ein bisschen schwitzen bis zum nächsten Spieltag, denn das dauert noch ein bisschen. Wir sind am 31. August, dann ist Länderspielpause, wie gewohnt. Und dann müssen wir, noch ein bisschen warten halt. Wir versuchen nochmal in Heidenheim den guten Brinkmann zu verkaufen, ist das, glaube ich, für 500.000, 450 haben sie geboten, sogar ein bisschen mehr als Marktwert. Allerdings werden die sich, glaube ich, nicht mehr melden, genau. Und das Ganze wird einfach so verstreichen, ohne dass irgendwas noch passiert. Die letzte Frist für die Bundesliga ist abgelaufen. 87 Millionen sind nochmal über den Tisch gegangen quasi. Und damit simulieren wir jetzt weiter zum nächsten Spieltag, der, glaube ich, am 16. ist oder sowas. Auf jeden Fall werden wir noch ein Training zwischendurch einschieben. Das zweite habe ich irgendwie vergessen zu machen. Ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte. Normalerweise bin ich ja sehr hinterher, weil ich die Spieler ganz gerne pushen möchte. Allerdings habe ich hier irgendwie vergessen und deswegen machen wir nur eine Trainingseinheit zusammen mit Bart Finn unter anderem. Chancenerarbeitung. Der soll natürlich weitere Tore schießen. Ryan Gold kriegt auch direkt mal ein bisschen was aus Auge gedrückt. Bart Finn kriegt noch mal ein bisschen Dribbling dazu. Und wir haben dann noch Pereira und Araujo, nämlich, glaube ich, beide. Nee, Quatsch, Christensen nehme ich noch dazu. Genau so sieht das aus. Und das ist dann das, was ich simuliere. Das Ganze sieht auch einigermaßen in Ordnung aus, abgesehen von Finn, der bei dem D hat. Hat Golden B, die beiden anderen haben beide mal alle A. Also besser geht's ja eigentlich fast schon gar nicht mehr. Ich glaube, Training nehmen wir nicht mehr mit. Genau, wie gerade gesagt, das vergesse ich. Vergesse ich nicht. Dann habe ich es irgendwo anders vergessen. Weiß nicht wo, aber irgendwo habe ich es, glaube ich, vergessen. Ist ja auch egal, auf jeden Fall machen wir jetzt hier Training mit Pereira anstelle von Araujo und wieder mit Christensen und Finne doppelt und danach geht es dann schon ins Spiel gegen den MSV Duisburg. Ihr werdet die Aufstellung sehen, die wird minimal verändert sein, allerdings nichts Großartiges, Weltbewegendes, denn abgesehen von Gold wird erstmal keiner in die Startelf kommen. 74er Rating mittlerweile schon lang Training, richtig, richtig krass und Vorspiel auf 10, das war's. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder, hoffentlich mit 3 Punkten gegen das Kellerkind.
Aufsteiger zu Gast bei Aufsteiger, die Zebras zu Gast in der Schüko Arena und Bielefeld war im Vergleich zu den Männern aus Duisburg deutlich besser in die Saison reingekommen, in diese zweite Liga. Da stehen sie momentan relativ gut sogar da, während Duisburg irgendwo am Tabellenende rumdümpelt. Das muss natürlich besser werden auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann es genauso weitergehen. Es sieht momentan sogar so aus, als ob Bielefeld realistische Chancen hätte, sich da oben zu halten. Wir gucken uns natürlich erstmal die Aufstellung der Bielefelder an. Hesel, davor Dick, Sundberg, Börner, Schuppan, Christensen, Hemlein, Afane, Ryan Gold und Melvin Lorenzen sammelt Bart für den Ryan Gold. Die neueste Errungenschaft von Arminia Bielefeld, eine Kurzleihe von Sporting Lissabon, der ja, 19-jährige Schotter, ein unfassbares Talent und der spielte heute direkt mal von Anfang an. Dulcic an dem Tor bei Duisburg, davor Bol, Bohmheuer, Dwali und natürlich auch noch Poggenberg, Holland, Dausch, Klotz, Jan Jitschbröker und Viktor Obinna, der Nigerianer, der ehemalige Spieler von Lokomotiv Moskau in der Sturmspitze. Das ja, ist das Spielerdebüt von Ryan Gold, 1,65 groß, Schotte, spielt bei Sporting Lissabon normalerweise, kam von Celtic Glasgow aus der Jugend von Celtic und ist ein richtig, richtig großes Talent, wollte heute natürlich direkt zeigen, was er kann, geht dann der talentierteste Spieler seines Landes und soll natürlich Bielefeld helfen, könnte einer der besten Spieler der ganzen Liga sein und das zeigt er auch gleich mal nach ein paar Minuten in der Partie. Wir gehen rein in die erste Szene von Ryan Gold und das ist gleich mal ein richtig schöner Antritt. Der Junge ist nämlich ordentlich schnell, setzt sich klasse durch gegen Bohmheuer und der Abschluss mit dem linken Fuß ist beidfüßig und da ist die erste Parade und der erste Eckball nach gerade mal 5 gespielten Minuten. Das war schon eine richtig gute Aktion, eine richtig gute Chance für die Arminia, rausgespielt durch Ryan Gold. Der Eckball wird dann ebenfalls nach außen geschlagen und zwar auf Amina Afane. Der Schwede versucht Volley, das Ganze abgefälscht, dementsprechend der weitere Eckball wieder durch Florian Dick. Der bringt den ebenfalls wieder in die Mitte diesmal und da steht Ryan Gold, allerdings kommt er nicht ran, das war auch Bart Finne, nicht Ryan Gold. Heben dann nochmal und Dick mit der Flanke, aber Finne ist kein Kopfballspieler und dementsprechend kein Problem, diesen Ball zu halten für Dulcic. Es ging weiter mit der Arminia, die macht ein richtig gutes Spiel in der Anfangsphase. Gold mit dem Ball auf Bart Finne, der auf Melvin Lorenzen und der nochmal zurück auf Finne, der wieder zurück auf Gold. Doppelpass, wunderbar gespielt. Die machten das richtig gut da vorne, die jungen, schnellen Stürmer. Und im Endeffekt allerdings der Ball nicht im Kasten drin. Das war so ein bisschen die Anfangsphase. Bielefeld dominierte. Dann kam mal Duisburg nach vorne über Viktor Obinna. Und da ist Thomas Brücker, ehemaliger Kölner. Allerdings deutlich verzogen am linken Winkel vorbei. Da muss Hesel sich keine Gedanken machen. Sie nicht ins Hemd machen. Der Ball ging deutlich, wie gesagt, am Kasten vorbei. Finde dann mal auf Lorenzen. Wie gesagt, alle sehr, sehr schnell da vorne drin. Und sehr, sehr aktiv auch. Ryan Gold über außen. Wenn was ging, dann meistens über ihn. Ball zurückgespielt auf Florian Dick nochmal. Der ehemalige Top-Vorlagengeber der letzten Drittligasaison. Allerdings sein Pass dann zu ungenau und das war das Problem. Bielefeld gerade im ersten Durchgang in vielen Situationen noch zu ungenau. Die Präzision fehlte und deswegen stand es weiter 0-0. Kurz vor der Halbzeit nochmal eine Chance für Bart Finne. Aus der Distanz mit dem schwachen linken Fuß. Aber das war eine letzte Aktion der ersten Halbzeit und es blieb beim 0-0. Glücklich für den MSV, die Zebras bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht so wirklich in der Partie. Abgesehen von der Chance für Brücker, der noch einen zweiten Torschuss zu verzeichnen hatte, war dann nicht viel passiert. Ryan Gold alleine machte das Spiel mehr interessant auf der anderen Seite. Er zeigte auf jeden Fall sein Potenzial und in der zweiten Halbzeit wurde das Ganze gleich nochmal viel interessanter und zwar direkt wieder mit der ersten Aktion. Gerade scheiterte er am Keeper und dieses Mal schauen wir einfach mal rein. Direkt Melvin Lorenzen tunnelt hier seinen Gegenspieler wunderbar. Bart Finne legt nochmal quer zurück auf Lorenzen. Der legt nochmal zurück und zwar diesmal auf Ryan Gold und der ist im 16er. Schöner Trick da und dann kommt Bol dazwischen und es gibt den Elfmeter. 48. Minute. So schnell kann das gehen. Gold natürlich sehr beweglich, sehr dribbelstark, aber geht vom Tor weg. Da darfst du niemals so dazwischen gehen, aber Bol macht das, trifft nur den Gegner und dementsprechend vollkommen zurecht der Elfmeter, gerade mal beim Beginn der zweiten Halbzeit. Bart findet, das ist seine Sache, seine Angelegenheit und den will er reinmachen, den macht er rein, 1-0, 50. Spielminute, die Führung für die Arminia, zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient und dementsprechend natürlich die Reaktion von Bart findet, der Jubel sehr ausgelassen. Lorenzen und Finne, eine wunderbare Sturmkombination, die funktioniert klasse bei der Arminia und da kann sie natürlich auch Gold freuen, in seinem ersten Spiel direkt mal einen Elfer rausgeholt, somit quasi die Torvorlage gegeben, besser kann der Einschaltler quasi gar nicht laufen. Nochmal sehen wir den Elfmeter in Wiederholung, perfekt getroffen, perfekt geschossen, keine Chance für Dulcic, den zu halten. Es gab dann nach 63 Minuten Wechsel und zwar ging Börner raus und Andreas Pereira kam rein, ein weiterer Spieler, ja, der quasi neu verpflichtet wurde, ebenfalls eine Leihe, diesmal von Manchester United, auch ein namhafter Club, er spielte jetzt auf der 6, Christensen rückte in die Innenverteidigung, junger Mexikaner, der sehr, sehr variabel einsetzbar ist, genauso wie ein weiterer Spieler, der auch noch kam und zwar Alexis Araujo, auch der von einem großen Club und zwar von Lille gekommen, allerdings der Argentinier auf dem linken Flügel beheimatet bzw. als Stürmer und nicht in der defensiven Rolle. Wenn Duisburg gefährlich wurde, dann über Standard, hier mal ein Schuss aufs Tor von Hesel, aber das war das Gefährlichste, was die Zebras im zweiten Durchgang zu bieten hatten und auf der anderen Seite kam die Bermin über Konter, über Amina Afane, setzt sich hier klasse durch, macht das gut, zieht in die Mitte und legt den Ball nochmal raus auf Melvin Lorenz, nein, in die Mitte auf Ryan Gold, Entschuldigung, Gold macht es nämlich alleine, der Pfosten rettet. Ja, und es war einfach nicht das Spiel von Ryan Gold. Das erste Tor in der zweiten Liga blieb ihm im ersten Spiel
Spiel noch verwehrt, aber er zeigte seine Einsätze und er zeigt auch seine Torgefahr. Das wäre das zweite Mal gewesen, bei dem er sich hier belohnen hätte können. Die letzte Aktion der Partie, dann Christensen nochmal auf Pereira, gerade angesprochen, eingewechselter Mexikaner. Und da ist Lorenzen, diesmal mit dem Ball auf Ryan Gold. Und der ist wieder mal auf und davon und wieder ist da jemand dazwischen und das ist Thomas Brücker. Und das gibt in der Nachspielzeit in der dritten Minute den zweiten Elfmeter der Partie. Wieder verursacht an Ryan Gold, wieder rausgeholt von Ryan Gold. Wunderbares Debüt für den Schotten und jetzt natürlich die Chance hier auf 2:0 zu erhöhen. Dumm von Brücker, trifft weder den Ball noch so wirklich den Gegner, aber im Endeffekt stolpert natürlich Gold. Dementsprechend gibt es den Elfmeter, aber Lorenzen nutzt seine Chance nicht. Finde mittlerweile ausgewechselt Araujo drin, deswegen er der etatmäßige zweite Schütze und verschießt hier dieses Ding. Allerdings gibt es den Eckball danach. Florian Dick bringt den in die Mitte. Da steht Hämlein, der Kopfball, nochmal abgewehrt, nochmal scharf gemacht quasi, beziehungsweise ja durch das Herauskommen des Keepers eigentlich zur Ecke geklärt. Die wieder reingebracht von Florian Dick, dem Standardspezialisten. Pereira köpft den Ball nochmal Richtung Tor, aber das Ganze dann im Endeffekt geklärt von Poggenberg und es war die letzte Aktion der Partie, denn kurz danach, nach 8 Minuten Nachspielzeit, pfiff der Schiedsrichter diese Partie ab. Also, ein verdienter 1:0-Sieg, knapper als es hätte sein müssen für Arminia Bielefeld. Gold mit einer wunderbaren ersten Präsentation quasi vor heimischer Kulisse. Genauso kann das weitergehen mit dem. Der wird ungefähr 3 Monate in der zweiten Liga richtig Spaß machen können. Wenn es so weitergeht, können wir uns da auf jeden Fall auf einiges freuen. Duisburg weiter im Tabellenkeller. Arminia, die stehen weiter vorne mit dabei und können tatsächlich auf die oberen Ränge schielen. Wenn das so weitergeht, dann wird das noch richtig viel Spaß machen. Beziehungsweise dann werden diese Jungs, Bart Finne, Melvin Lorenzen, auch Afane und natürlich Ryan Gold, richtig viel Spaß machen. Für die Zebras geht es in die andere Richtung, aber für die Fans geht es erstmal auf die Heimreise. Dank dem Tor von Bart Finne und dank dem verschossenen Elfmeter von Melvin Lorenzen stand es am Ende nur 1:0 für Arminia Bielefeld gegen den MSV Duisburg. So, das war, denke ich mal, ein relativ cooles Spiel eigentlich. Wir haben verdient gewonnen und ich denke mal, Gold hat direkt mal gezeigt, was der so drauf hat und was der leisten kann. Und da kann für uns richtig wichtig werden, während Tim Diersen ja noch verletzt ist. Ich bin gespannt, wie lange das noch dauern wird. Eventuell eher ein bisschen kürzer als 2 Monate, aber das kann man ja immer nicht so ganz genau wissen bei FIFA, wie das Ganze läuft. Im Endeffekt haben wir auf jeden Fall 3 Punkte und stehen mittlerweile relativ weit oben in der Tabelle. Und das wollen wir heute bestätigen gegen Fürth. Die haben nämlich noch gar nicht gewonnen diese Saison. Wie gesagt, haben bisher nur verloren und dementsprechend wollen wir das natürlich machen. Wir sind übrigens sind nur weit oben in der Tabelle. Wir sind Tabellenerster. Muss man sich aber Zunge zergehen lassen. Wir haben das erste Spiel, glaube ich, 0:0 gespielt und allgemein auch noch nicht so krass gespielt. Aber es gibt halt einen wichtigen Faktor, warum wir so gut sind. Und das ist unsere Defensive. Werden wir auch gleich in der nächsten Partie nochmal angesprochen haben. Das ist richtig nice. Und wenn es so weitergeht, dann denke ich mal, haben wir sogar reelle Chancen auf den Aufstieg, auch wenn das natürlich nicht das Ziel ist. Normales Ziel ist Mittelfeld bzw. nicht Abstieg verhindern. Aber wenn es so weitergeht, denke ich mal, dass es gar nicht so schlecht ist. Wir haben ja erstmal ein Training gemacht und ja, die Noten sind durchschnittlich in Ordnung auf jeden Fall. Kann man so machen. Gold wieder mit einer B. Wunderbar. Oder mit einem B. Und wie gesagt, jetzt geht's gleich gegen Greuther Fürth. Ich hoffe, dass ihr dabei ganz viel Spaß habt. Die Aufstellung wird sich minimal verändern. Und zwar werden wir Hämlein rausnehmen. Der hat mir gerade nicht so gut gefallen. Dafür kommt Araujo rein. Afane wechselt auf die rechte Seite. Araujo spielt linker Flügel. Und ansonsten bleibt das Ganze genauso, wie es ist. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Variante. Natürlich wird eventuell wieder Pereira eingewechselt werden. Der hat sich gerade auch ganz gut präsentiert auf der 6. Ist relativ kopfballstark, obwohl er nicht so groß ist mit 1,70. Das ist ganz cool. Müssen wir mal schauen, wie der sich noch so weiterentwickeln wird. Eventuell können wir den sogar kaufen. Wenn wir aufsteigen, haben wir auf jeden Fall ein bisschen Budget. Und für ihn beispielsweise könnte es reichen, für Gold wohl eher nicht. Ist ja aber auch egal. Wir gehen rein in die nächste Partie gegen die SPV Gegenhäuter Fürth. Ich wünsche euch, wie gerade schon gesagt, viel Spaß. Und wir sehen uns hoffentlich wieder mit 3 Punkten danach wieder. Alles oder nichts für Greuther Fürth gegen Arminia Bielefeld. Der Tabellenführer zu Gast beim Tabellenletzten der zweiten Bundesliga und damit auch die beste Defensive der Liga zu Gast bei der SPVGG Greuther Fürth. Momentan 3 Gegentore auf dem Konto von Wolfgang Hesel zusammen mit Christensen, Soko, Sundberg und natürlich nicht zu vergessen unter anderem Schuppan und Dick. Das momentan die Defensive bei Arminia Bielefeld. Auf der anderen Seite Mielitz, Schröck, Koschma, Caligiuri, Gieselmann, Trübbel, davor natürlich Ramiro und natürlich nicht zu vergessen Tom Weiland, Trippic, Schliepermann und Domi Kumbela. Sehr, sehr starke Aufstellung an sich. Zweitliga-reif auf jeden Fall. Allerdings bisher noch kein Sieg und nur ein einziges Unentschieden. Bisher alles verloren bei der SPVGG. Auf der anderen Seite nur eine Änderung im Vergleich zur Vorwoche. Und zwar spielte Alexis Araujo anstelle von, Christian Hämlein. Der saß nur auf der Bank. Wir sehen die besten Defensiven der Liga. Und da sind Kaiserslautern auf Platz 2 und Bielefeld auf Platz 1 mit 3 Gegentoren.
Und das wollte man heute aus Fürther sich denn damit die, weil man wollte irgendwie gegen den Tabellenführer gewinnen und zeigen, dass man sich irgendwie in dieser Liga halten kann. Wir springen rein in die Partie, Anstoß für die SPVGG und wir gehen in die erste Szene. Und die war natürlich direkt mal auf Seiten von Arminia Bielefeld, denn die spielten richtig gut in der Anfangsphase. Arminia Fahne setzt sich hier klassen durchaus, setzt sich weiter durch, geht und geht und geht und flankt einfach mal in die Mitte und da steht Melvin Lorenzen, die Bremer Leiga mit dem Kopfball eigentlich übers Gehäuse und deswegen weiterhin 0:0 nach gerade mal 13 gespielten Minuten. Allerdings war Bielefeld besser in der Partie. Araujo hier nach knapp 28 Minuten setzt sich klasse durch, zeigt mal seine Klasse. Der junge Flügelflitzer, gekommen ja von der LOSC Lille, kann sich hier erstmal nicht durchsetzen, holt den Ball aber wieder gegen Stefan Schröck. Macht das dann wunderbar, vernascht seine Gegner und spielt jetzt gleich einen wunderbaren Pass auf Schuppan. Schuppan ist allein auf weiter Flur, keiner kommt so wirklich hinterher, Tribbitsch auch nicht so wirklich. Gegen den setzt er sich auch durch die Flanke in die Mitte und da ist Lorenzen 1:0. 33. Spielminute, die frühe Führung für Arminia Bielefeld und das natürlich vollkommen verdient. Allerdings stand Fürth bis zu diesem Zeitpunkt wirklich sehr solide hinten und dann kommt dieser eine wunderbare Ball von Araujo, die Flanke und Lorenzen setzt sich da durch gegen Gieselmann, der nicht richtig in den Zweikampf kommt und im Endeffekt ist Mielitz chancenlos und es steht 1:0 für Arminia Bielefeld. Bitter für Fürth, die bis zu diesem Zeitpunkt solide stand nach vorne, aber absolut nichts brachten und das wurde auch in Zukunft nicht unbedingt anders. Wenn, dann spielt Arminia Bielefeld, jetzt wurde Fürth richtig unsicher. Mielitz mit dem Ball, Gieselmann mit dem riesigen großen Fehler, mit dem Querpass in die Mitte, Lorenzen mit dem Ball auf Gold und der ist sehr, sehr schwach mit dem linken sowie mit dem rechten, zieht direkt ab, allerdings übers Tor und deswegen weiterhin 1:0. Kurz war noch eine Flanke von, dann natürlich wieder Araujo, der Ball kommt nochmal zu Afana abgefälscht und das war dann ja alles aus Durchgang 1, die Arminia mit einer Führung auswärts in der Trolley-Arena. Natürlich nicht sonderlich schön für die SPVGG heute führt, denn so bleibt man Letzter und Bielefeld momentan auf Tabellenplatz 1. Kannst du auch mal so machen als Aufsteiger, bisher ja ohne Niederlage in dieser Saison. Und so sollte es, bei diesem Spielstand zumindest, auch weitergehen. Halbzeit 2, es musste sich was tun bei Greuther Fürth. Es tat sich allerdings absolut gar nichts, und zwar auf beiden Seiten. Es passierte die ganze Partie über nichts, das Spiel schlief komplett ein. Allerdings kam dann irgendwann tatsächlich nochmal Arminia Bielefeld nach vorne. Und natürlich über Ryan Gold, der sich hier wunderbar durchsetzt. Nach knapp 74 gespielten Minuten, wunderbares Solo da auf der Außenbahn. Spielt ihn weiter auf Finne, Finne weiter auf Afane. Und der hat eine Idee, und zwar, zack, zurückgezogen. Wunderbar gemacht im 16er, und dann kommt er bald zu Gold und Gold versucht einfach mal, aber Mielitz ist da und hält diesen Ball wert zur Ecke ab. Das war das Highlight bis zu diesem Zeitpunkt in der zweiten Halbzeit, die wie gesagt sehr, sehr verschlafen war, denn Fürth stand defensiv gut, hatte offensiv aber gar keine Ideen und da die Arminia nicht viel machen musste, tat sie das auch nicht. Bis zu diesem Zeitpunkt war ja bisher in der Saison auch noch nicht so viele Tore geschossen worden auf der Seite. Auf anderen Seite konnte man jetzt natürlich auch wechseln und Offensivpotenzial bringen. Andreas Pereira, Neuzugang von Manchester United, kam in die Partie für Alexis Araujo und mit dem sollte noch mal ein bisschen kreatives Potenzial kommen. Es kam zunächst einmal der Eckball, und zwar von Florian Dick. Und der war nicht sonderlich stark, der wird nämlich gleich mal zurückgeköpft. Allerdings ein weiterer Eckball, den darf Dick natürlich auch direkt wieder ausführen. Und der wird ein bisschen gefährlich, ja? Denn wir haben einen Fliegenfänger im gegnerischen Kasten, und zwar Sebastian Mielitz, der sich da nicht so ganz sicher ist. Afane kann das ganze Ding nochmal ablegen. Und da ist Soko Sundberg, der Schweden, an der Klasse Ballmitnahme. Merkt man aber doch, dass er Innenverteidiger ist. Erst kurz vor Schluss kam nochmal nach vorne vor das Tor. Der Arminia stieb aber mit dem Ball auf Kosic und im Endeffekt gibt es eine Ecke. Ja, das ist alles nicht so ideal. Allerdings gibt es nochmal den Einwurf und dabei kommt zu Weiland. Weiland, und das war tatsächlich der einzige Torschuss der Partie der SPVGG. Es gibt nochmal den Konter. Lorenzen ist da, theoretisch allein. Muss aber den Ball erstmal mal wieder bekommen. Hier setzt sich Christensen durch, wunderbar gemacht vom dänischen Sechser. Ryan Gold nochmal auf Lorenzen und der könnte sich mit seinem Tempo durchsetzen gegen Korschmar. Allerdings verliert er den Ball. Ist aber nicht so schlimm, denn das war die letzte Aktion der Partie. Arminia Bielefeld mit dem nächsten Sieg und die stürzen die SPVGG heute führt weiter in die Krise und weiter in den Abstiegssumpf, weil sie sowieso schon drin sind. Die können einfach nicht mehr gewinnen und Ryan Gold in seinem zweiten Spiel wieder mit einer Klasseleistung führt seine Mannschaft hier zum Sieg. Der neue Zehner hat sich bereits jetzt in die Herzen der Arminen gespielt, muss ja leider Gottes innerhalb der nächsten 6 Wochen schon wieder weg. Allerdings werden wir sehen, wie viel Spaß der uns noch machen wird. Das Tor, das goldene Tor des Tages, geschossen von Melvin Lorenzen, geköpft von Melvin Lorenzen und auch das wieder eine quasi Geschichte dieses Spiels. 4. Saisontor für den jungen Bremer, so kann das gerne weitergehen. Arminia 1, Fürth 0, Sieg für den Aufsteiger. So, das war jetzt das letzte Spiel für diese Episode und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht ganz wieder drin, ihr merkt es eventuell. Das haben wir in letzter Zeit ein paar Mal öfter, weil mein Karrieremodus ist und ich länger nicht kommentiert, aber ich hoffe mal, es ging einigermaßen. Wir sind mit 14 Punkten erster, 2 Punkte Vorsprung bereits vor dem zweiten. Ist natürlich noch nicht die Welt, aber wir stehen am Anfang der Saison und wir sind als Aufsteiger erster. Wir haben tatsächlich irgendwie Chancen, ja quasi aufzusteigen.
Was natürlich super wäre. Allerdings haben wir auch nur, muss man dazu sagen, im Endeffekt 9 Punkte Vorsprung vorm Tabellen 15. Das war momentan RB Leipzig und nur 10 Punkte Vorsprung vor Duisburg. Das kann alles schnell weg sein. Wir hoffen es nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch. Haut rein.